Die Erde soll vor 3,2 Milliarden Jahren eine Wasserwelt gewesen sein. Der Wasserkreislauf der Erde hat möglicherweise zwei getrennte Phasen mit stationärem Verhalten durchlaufen, vor und nach der Entstehung der Kontinente. Der Ursprung und die Entwicklung der Biosphäre der Erde wurden durch die physikalische und chemische Geschichte der Ozeane geprägt. Marine Sedimente und eine veränderte ozeanische Kruste haben eine geochemische Aufzeichnung dieser Geschichte ermöglicht. Wie hat die alte Erde denn nun ausgesehen? War der Planet viel heißer als heute? Eine neue Studie fand schließlich die Antwort, die darauf hindeutet, dass die frühe Erde möglicherweise eine Wasserwelt war, so wie wir sie aus Filmen kennen, ohne einen einzigen Kontinent. Wissenschaftler untersuchten etwa 3,24 Milliarden Jahre alte, hydrothermisch veränderte ozeanische Gesteine aus dem Panorama-Distrikt im Pilbara-Kraton in Westaustralien als alternatives Sauerstoffisotopenarchiv zu den chemischen Sedimenten des Meeres. Unter Ausnutzung der hydrothermalen Chemie fanden sie heraus, dass die Erdoberfläche vor 3,2 Milliarden Jahren wahrscheinlich von einem globalen Ozean bedeckt war. Die Studie könnte den Wissenschaftlern helfen, herauszufinden, wie und wo Einzeller auf der Erde zuerst entstanden sind. Boswell Wing, ein Co-Autor dieser Studie, sagte, die Geschichte des Lebens auf der Erde verfolgt verfügbare Nischen. Wenn Sie eine Wasserwelt haben, eine von Ozeanen bedeckte Welt, dann werden trockene Nischen einfach nicht verfügbar sein. Die Wissenschaftler betrachteten die Studie als eine einzigartige Gelegenheit, Hinweise über die Chemie des Ozeanwassers von vor mehr als 3 Milliarden Jahren aufzugreifen. Hauptautor Benjamin Johnson sagte, es liegen keine Proben von wirklich altem Meerwasser herum, aber wir haben Steine, die mit diesem Meerwasser interagierten und sich an diese Interaktion erinnerten. Der Prozess ist wie die Analyse von Kaffeesatz, um Informationen über das Wasser zu sammeln, das durch ihn hindurchgeflossen ist. Dazu analysierten die Forscher Daten von mehr als 100 Gesteinsproben aus dem trockenen Gelände. Die Wissenschaftler suchten nach zwei verschiedenen Isotopen des im Gestein eingeschlossenen Sauerstoffs. Ein etwas schwereres Atom namens Sauerstoff 18 und ein leichteres Atom namens Sauerstoff 16. Sie stellten fest, dass das Verhältnis dieser beiden Sauerstoffisotope im Meerwasser vor 3,2 Milliarden Jahren etwas anders gewesen sein könnten, mit nur einem Bruchteil mehr Sauerstoff-18-Atomen als heute. Das Team vermutete, dass die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Überschuss an Sauerstoff-18 in den alten Ozeanen darin bestand, dass es keine bodenreichen Kontinente gab, die die Isotope aufsaugten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Flecken trockenen Landes in der Nähe gab. Wing sagte, es gibt nichts in dem, was wir erforscht haben, das besagt, dass es nicht möglich ist, dass nicht winzige Mikrokontinente aus den Ozeanen ragten. Wir glauben nicht, dass es die Bildung von kontinentalen Böden im globalen Maßstab gab, wie wir sie heute kennen. Was eine große Frage hinterlässt, wann drückte die Plattentektonik die Gesteinsbrocken nach oben, die schließlich zu den Kontinenten wurden, die wir kennen und schätzen? Die Wissenschaftler sind sich nicht sicher. Aber sie planen, andere, jüngere Gesteinsformationen an Orten von Arizona bis Südafrika zu untersuchen, um zu sehen, ob sie erkennen können, wann die Landmassen zum ersten Mal auf der Bildfläche erschienen. Die Studie wurde im Nature Geoscience veröffentlicht. Hat euch dieses Video gefallen? Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.